Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro Dirt Block mit einem Raccoon Deck. Ich würde sagen Set Go. Das hier setzt nicht so stark an. Ja, wegen. Wenn jetzt ein Twin Twister kommt, ist das unlucky. Ja. Wir hätten nur die One-Hit setzen sollen. Ich glaube, den werden wir nicht bribe'n. Ja, wir hätten nur die Warnung setzen sollen. Ihr hättet wiederum den MST fressen können, das passt schon. Den MST frisst jetzt sowieso die Bribe. Und Maxi. Ja. Jetzt. Ah, externe Spezialbeschwörungen sind doch was Schönes. Mhm. Oh, oha, warte. Die Gadgets. Das heißt, es kommt ein Gear Giant. Mhm. Ich glaube, dem will ich noch gar nicht mal eine Warnung reindrücken. Oder will ich das? Also, Gear Giant oder King of Feral Imps, eins und beide. Es ist so unschlüssig, überhaupt was holen soll. Gear Giant. So. Ich glaube, das lasse ich durch. Das räumen wir ihm ab. Sicher? Okay. Ja, ich nehme noch ein paar Karten. Oder? Ich hatte recht. Hm? Oder wir können das bribe'n. Ist das wert? Ich glaube, die bribe'n uns jetzt auf. Nein, wir machen das nicht, weil wir ziehen jetzt gerade noch Karten. Eben. Und der kann nicht mehr angreifen, immerhin. Das heißt, wir behalten unser Rekits. So, noch eine Karte. Ayas Rock. Und die fucking Soul Charge ist raus, also das passt dann schon. So, hat jetzt Doppel-Green-Gadget und eine Karte, die wir nicht kennen. Richtig. So. Nächster Gear-Giant, danke, das war auch wir klar. Wir ziehen noch eine. So, Maxi ist einfach, hat es uns jetzt, wenn man das Maximin abzieht, plus 2 gemacht. Mhm. Mit Soul Charge wäre es nur ein plus 1 gewesen. Das war ein Golden-Gadget, ne? Ja. Oder? Ja. Ne, die kommt früh. Ja, dann würde ich mal sagen, dann... Was macht der Sonnenaufgang über Ayas Rock? Belebt ein Ungeheuer wieder und dann debufft er ein gegnerisches Monster. Ne, alle. Ja, dann würde ich sagen, ja, relativ einfach. Wir holen uns jetzt wir normeln jetzt den Cho-Cho-Gedönse. Machen wir das. Ja, und dann basteln wir uns einen Waschbär. Oder wir machen über den hier das hier. Synchronisieren dann beiden. Ja, das ginge auch. Ja, dann machen wir das. So, also, Vierer Synchro haben wir keine. Das heißt, es ist entweder eine Fünfer Synchro oder eine andere Zweier Xyz. Und dann spielen wir mit dem Sonnenaufgang über Ayas Rock rum. Wobei, nee, das macht jetzt noch keinen Sinn. Nee, wir basteln. Wir könnten den Fitzgerald holen. Aber der macht keinen Sinn. Oder? Doch, der hat genug Attack. Fitzgerald ginge. Wir haben die Bestechung noch. Ja, dann holen wir den. Dann holen wir den. Ja. Achso, das war Zeit. Kann ich zeigen. Insekt, Finsternis Empfänger. Ach nee, der braucht ein Ungeheuer. Dann wird's wohl der Katastor. Ja. Das war der finstere Wahrsager, der hat einen Insekt gebraucht. Mein Fehler. Angriff.
Wir haben die Bestechung. Was, und den hier. Mhm. Was soll passieren? Lol, da hat die Animation gefehlt. Doch, die war schon da. Aber die Kraft verzögert. Verglichen mit dem Sound. Ich heb mir die Bestechung auf. Mhm. Ja. Bah. So, genau das war nämlich der Plan. Dass ich habe mit sowas gerechnet. So, und jetzt können wir den Sonnenaufgang machen und mit dem hier jetzt den Waschbär holen. Okay, ja. So, genau wie geplant. War im Anime der Sonnenaufgang nicht eine Spielverzauberkarte? Nein. Okay. Dann bin ich dämlich. Und was gibt's Neues? Spaß. Ich dich auch. Was will der jetzt anketten? Vielleicht Strike? Ja, das Prime von ihm. Nein. So, dann setzen wir die Bottomless und go. So, das ist eine Downer, die ich holen kann, oder? Ja. Machen wir natürlich nicht. So, relativ solides Board eigentlich. Aber er hat ziemlich volle Hand. So viel zum Thema Bottomless. Ja, aber Twintwister auf eine Karte abschießen müssen. So, ein grüner, ein goldener. Das wissen wir. Das goldene? Mhm. Ah, Kage Tokage, das war die letzte Karte. So, und jetzt kann er sich einen Rang 4er basteln. Aber keiner Rang 4er wird mit dem Raccoon und Katastor fertig. Nein. Roboros macht einen guten Job, aber nicht mehr als gut. Okay, Roboros räumt einen von beiden weg und der andere killt ihn dann. Und so haben wir Raigeki. Dark Rebellion. Der räumt den Raccoon ab. Oder Katastor. Er räumt beide ab. Nein, tut er nicht. Also er räumt sogar beide ab, weil das Gadget räumt dann die Spielmarke ab. Wenn er jetzt so intelligent ist, die Spielmarke. Nein, ist er nicht. Zu reduzieren. Ja gut, er kann auch die Spielmarke jetzt angreifen und dann mit dem. Nee, Quatsch, das Gadget ist kein finsternes Monster. Wow. Fail. Ja. Und wir können jetzt gleich eine Spielmarke mit 3600 Attack holen, bevor wir den Raigeki abfeuern. GG. Ich meine, gut, an dem Verdeck wird die nächste Spiegelkraft liegen. So what? GG. Wow. Ach so, klar, das klappt. Okay, das hat. Okay, gut. Stimmt, an den Zug habe ich nicht gedacht. Boom. Okay, da liegt keine Nullauf aus. Das war sogar etwas voreilig. Weil jetzt holt er sich wieder was aus dem Deck. Gut, das, was ich aus dem Deck holt, können wir dann mit Katastro zerstören, aber. Wir mussten den Dark Rebellion loswerden. Das war die einzige Möglichkeit, auf das Ding wegzubekommen. Weil das Zwangsjäger brauchen wir am nächsten Zug. Stimmt. Und es gibt keinen Apparat, den der Katastro nicht loswerden würde. So, und der konnte doch. Okay. Da muss er was auf der Hand haben dafür. Ja, er hat ja was. Er hat sich ja vorher was gesucht. Kennen wir aber nicht, der da auf der Hand hat. Aber selbst das ist egal, weil das ist auch nur ein roter Apparat ist.
mit dem er sich also auch nur den gelben Apparat suchen kann. Damit kann er zwar im nächsten Zug sowas. So, und jetzt greife ich den roten Apparat an. Und was immer im nächsten Zug dann her existiert, wird gezwangsewart. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Wenn sie überhaupt eine Gefahr darstellt, am Katastor vorbei. Muss man auch dazu sagen. Ja. Weil die ganzen. Weil Geogiant und King of Feralim sind ja harmlos. Klar, okay, das war jetzt klar. Das heißt, wenn er jetzt einen Kastel oder ein Blackship holt, das schießt man dann. Ja. So, er hat einen grünen Apparat und die andere Karte kennt man nicht, ne? Jo. Und aufräumen. Moment, falscher Moment. So, Störung ist durch, jetzt kann ich. Oh, das ist gut. Oh ja. Warning, okay. Mm-mm. Der hatte vorhin schon ein paar Punkte, wo er anketten konnte, das ist keine Warning. Welche konnte vom Friedhof? Tantan. Nee, vom Deck holt, egal. Der das nächste holt, darum geht's. Ja. Torrential vielleicht? Nee, das Ding hat auch keinen Sinn, der wäre jetzt gekommen. Ich hoffe, ihr habt nicht wieder ein Greenscreen. Wäre jetzt etwas unfortunate. Weil das ihr jetzt nicht wisst, wir hatten auch schon mal zwischendrin einen Greenscreen in der Aufnahme, die wir wegschmeißen mussten. Weil der die komplette Aufnahme kaputt gemacht hat. Aber das passiert nur in Yu-Gi-Oh! Komischerweise. In Dark Souls nehme ich stundenlang auf ohne Probleme. Okay, das war jetzt einfach nur Gadget. Standard-Gadget-Gedöns. Das kann er machen. Die Verdeckte macht mir mehr Sorgen. Ja, mir auch. Na gut, der macht den Raccoon kaputt, aber so what. Kommt eh gleich der nächste. Schade, dass Alucard Rang 3 hat. Void Trap Hole, das ja, dann ist nett. Da flippen wir mal erstmal unseren Tantan. Also, mal, was genau, durch. Also Armakappa macht keinen Sinn. Katznei, was konnten der nochmal? Nein. Nein. Der ist auch nicht uninteressant, klar. Den könnte man machen. Der hat nochmal angreifen können. Der ist gut. Ja, der ist sogar ziemlich gut, aber bringt nichts gegen die Verdeckte. Der Gusto Phoenix ist wahrscheinlich der Beste. Am besten wäre es, den hier holen zu können, aber den können wir halt nicht holen. Ja, jetzt flippen wir erstmal unseren Panther. Ja. So, was kann Kalantosa nochmal? Der zerstört eine Karte auf dem Feld. Perfekt. Ja, genau. Damit zerstören wir die gerade gesetzte. Weil die andere ist ja offensichtlich keine Gefahr. Sind er die längst gespielt. Oh. Oh, lol. Na gut. Du, die hätte doch nerven können, hier. Ja, stimmt. Jetzt sind wir sie los. Dann würde ich sagen, basteln wir uns jetzt tatsächlich in der Gusto Phoenix. Ist das genug Schaden? Nein. Dann lassen wir's. Dann lieber eine Centaurea. Die liegt viel sicherer. Oder eine nicht, oder die nächste Ronin. Das Ding hat dann zwar nur 1-4 Attack. Aber der Ronin liegt ziemlich safe. Ja. Weil da kann auch so. Einfach ein Ronin. Ja. Was hat der da?
Das nervt mich jetzt mäßig. Ja, es stirbt gleich wieder. Und was immer er jetzt holt, rippt durch die Void Trap Hole. Ja. Ich frage es mich nur, ob wir jetzt den Downward Magician drauflegen. Ja. Tun wir. Hätten wir gleich machen sollen. Ey, das können wir erst in Main 2 machen. Ja, stimmt. Downward kannst du nur in Main 2 holen. Gut. So. Den Goldfish, ist mir Wumpe. Ich habe ihn in der Timespace. Solider Topdeck eigentlich. Ja. Bringt nur nichts. Nee, bringt nichts, aber ist gut. Nee, darauf noch nicht. Wir haben leider noch knapp keinen Lethal. Nein, aber wir bomben ihn damit zumindest aus jeglicher Strike- oder Warning-Range raus. Ich überlege gerade, dass wir kein Rang 4x-Sonser das mit beiden dealen kann. Doch, gibt's das Blackship. Das ist das Einzige, das mit beiden fertig werden, oder? Nee, das Blackship geht von der derzeitigen Attacke, nicht von der Grundattacke aus, oder? Ja, derzeitige, ja. Es gibt kein x-Sonser, das mit beiden klarkommt. Das will ich nicht mal annullieren. Oder? Doch. Doch. Oder ist nämlich nach hinten los? Doch, das hätte uns ein bisschen outplayen können. Ich glaube nämlich, man hätte Katastor annullieren können. Nee, nicht ganz, wir hätten einfach mit der Downard angegriffen. Aber war ein cooles Duell. Ja, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. Das immer wieder, wir haben zweimal Ungeheuerkönig Barbaros. Barbaros oder Barbados? Barbaros. Ein maskiertes Chamäleon. Ja, Barbados nochmal. Ein Dämon. Zweimal Gerümpelsynchronisierer, ein Chocho-Chan, ein Aufziehkätzchen, dreimal Ponpoko, zweimal Maxi, dreimal Valerifaun. Valerifaun. Ich habe den Namen nicht richtig lesen können, weil der vorne abgesägt ist. Sorry dafür. Dann zweimal Kalantosa, einmal Meereskoala. Dreimal Tantan und ein Uniflora. Ist das so? Uniblum? Irgendwas. Das ist Einhorn. Ein Raigeki, zweimal Ayers Rock. Ein Darkhole. Ein Soulcharge, ein Upstart. Dreimal Hundeschule, ein Book of Moon. Eine Timespace, eine Bottomless. Ein Zwangs-Eva, zweimal Notice, zweimal Bribe und eine Warnung. Im Extra-Deck haben wir zweimal Leo. Einmal Barkion, einmal gefrorener Fitzgerald. Einmal Ungeheuer, einmal Katastor, einmal Downward Magician, ein Centaurea, ein Phoenix, dreimal Raccoon, dann noch ein Herold des reinen Lichts, ein Katzenhai und einen gepanzerten Kappa. Kappa. Gefrorener Fitzgerald ist zwar etwas ungewöhnlich, ist an sich aber keine schlechte Karte. Ja, wogegen man etwas sagen kann, Doppel-Leo. Das finde ich ist Overkill. Du wirst eh nie, wenn überhaupt, wirst du maximal einen holen. Dann. Ungeheuer König Barbaros wird zwar eigentlich nur Ungeheuer beschwören, aber... Gut, lässt mich halt nicht ausreden. Entschuldigung. Ungeheuer König Barbaros wirkt zwar auch erstmal etwas random, allerdings ist darin eine ersichtliche Kombi. Und zwar Hundeschule holt drei Viecher, Barbaros opfert alle drei, kommt und räumt das gesamte Feld leer vom Gegner. Also hat sicher seine Berechtigung. Ist es zwar zugabhängig, weil du keins von beidem raussuchen kannst. Aber wenn du es mal hast, dann hast du es halt und dann macht's rums. Mhm. Und im Notfall kannst du Barbaros einfach so beschwören als 1900er Viech. Das ist ja das Schöne daran. Du kannst ja, ansonsten, du beschwörst ja ansonsten einfach als 1900er Beatstick, was für scheiße ist, aber mein Gott. Es ist nicht scheiße, es ist nur nicht gut. Ja, dann Beast und Barkion ist klar. Katastor auch klar, der Fitzgerald haben wir schon gesagt, dass der cool ist. Dann, du kannst dir theoretisch einen Trischler basteln, tu ihn rein. Ja, einfach für den zweiten Leo.
Weil Trischula ist immer noch Trischula. Ja. Punkt Ende. Ist da hier ein bisschen doof zu holen, aber es geht und deswegen kommt da rein. Punkt. Dann Katzenhaar ist scheiße. So gut, so einfach. Vor allem, wie viele Tages hast du für den? Null. Wassermonster. Hm. Tja. Ne? Dann. Was haben wir noch? Von dem Barbados abgesehen, ist das eigentlich ein klassisches Ronin-Deck. Der Barbados wirkt, wie gesagt, erstmal random, aber die Kombi ist gar nicht mal so doof. Dann fehlt mir, dann würde ich wahrscheinlich, was kann der Deskoala? Der Deskoala kann der Schaden zufügen, aber der Meereskoala kann die Attack von dem gegnerischen Monster auf Null senken, wenn du noch ein anderes Ungeheuer hast. Oder war doch so? Genau. Ich würde lieber einmal diesen Baumotter. Baumotter spielen, genau. Dieses eigene Viech buff, weil damit eine nette Kombi mit dem Ronin möglich ist. Genau. Den würde ich spielen. Als One-Off. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich statt den beiden Bribes einfach den dritten Strike und den Torrential spielen. Ja, weil Bribe ist halt echt nicht gut. Ja. Es gab mal eine Zeit, da war es, aber die ist vorbei. Ja klar, du kannst damit Strikes abfangen, aber der Gegner zieht halt eine freaking Karte und das ist halt echt nicht gut. Effektiveres Mittel gegen Strike ist ein MRT zum Abräumen. Klar, gegen die Mirror Forces ist der Jojo-Chan ziemlich gut. Hat man vorher gesehen. Ja. Ja. Was willst du da sagen? Jojo-Chan gegen Mirror Force. Punkt. Das Problem ist, das einzige Deck, was heutzutage eigentlich noch Mirror Force spielt, ist Josef mit der Rippling Mirror Force. Und da bringt der nichts, weil du da direkt angreifst. Außer das Dingens hier mit Psyframe. Das ist ja auch kein Meta-Deck. Ja. Aber es ist definitiv ein cooles Deck. Mhm. Und es ist auch an sich relativ solide gebaut. Und ja. Ja. Kann man nicht viel sagen. Deswegen kriegt das Deck hier seine 9 Punkte. Ja. Es ist nicht überragend, aber es ist ein nettes Fun-Deck. Mit ein paar lustigen Ideen hier. So. Warum nicht? Kann man machen. Ja. Ja, dann wie gesagt, 9 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. We'll be right back.